Willkommen Leute zu einer weiteren Banlist-Diskussion und zwar dieses Mal zu einer Banlist aus dem OCG, die ab dem 1.7.2018 gültig sein wird, also einen Tag vor meinem Geburtstag. Und ich muss sagen, ich finde das sehr interessant. Ich mache ja mittlerweile jede OCG-Banlist zu einem Video, weil man da so ein bisschen in die Zukunft reinschauen kann. Und zwar bekommt ja das OCG, also quasi der asiatische Raum, die Karten wesentlich früher als wir. Und wenn wir uns quasi anschauen, wie ihre Banlists aussehen, können wir quasi predikten, wie unsere Banlists in einiger Zeit aussehen könnten. Und somit hat das einen gewissen Mehrwert auch fürs TCG. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall dran zu bleiben, wenn ihr das Spiel aktiv spielt, weil hier kann man so ein bisschen schauen, was könnte denn auch hier passieren. Auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wir starten mit den verbotenen Karten. Da haben wir drei Stück an der Zahl. Und zwar haben wir zunächst mal die Karte Kanonensoldat und Thunkanonensoldat. Mega witzig, oder? Die Karten sind steinalt. Also gerade der originale Kanonensoldat dürfte richtig alt sein. Und die Karte hat folgenden Effekt. Du kannst ein Monster als Tribut anbieten, füge deinem Gegner 500 Schaden zu. Ohne Once per Turn. Ich denke mal, jeder weiß, worauf das hinausläuft. Wenn man Burn-Decks hat, die halt loopen können, dann kann man damit einfach, ja, ohne Probleme 100.000 Schaden theoretisch austeilen, weil ein Loop ist halt endlos. Und dementsprechend ist es halt ziemlich grenzwertig, aber die Karte war immer vollkommen fair im Game, weil es keinen konstanten, vernünftigen Loop gab, der unfair war. Aber, naja, jetzt haben wir ABC und wir haben den Fireball Dragon. Und das ist unfair im OCG. Und deswegen musste man was dagegen machen. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich bescheuert. Ich meine, Kanonensoldat ist eine ziemlich dämliche Karte, keine Frage. Und dass die Karte irgendwann verboten werden muss, das war obvious. Aber doch nicht wegen Fireball. Ich meine, Fireball ist schon so häufig negativ aufgefallen. Warum streicht man die Karte nicht einfach? Die ist absolut dämlich, die Karte muss verboten werden. Ich denke mal, im OCG ist sie auch schon auf 1, aber das reicht halt nicht. Die Karte ist komplett unfair. Also Fireball muss gehen. Kanonensoldat ist so eine Karte, okay, dass die jetzt weg ist, tut keinem weh, außer halt diesen FTK-Deck-Spielern. Aber sie hat es eigentlich nicht verdient, weil die Karte wäre ohne Fireball gar nichts. Also, das finde ich sehr fragwürdig. Und dass der Thunkanonensoldat gehen muss, ist natürlich klar, weil die beiden Karten, naja, den gleichen Burn-Effekt haben. Natürlich hat der Thunkanonensoldat noch die ganzen Downsides von Thun-Monstern, beziehungsweise auch seine Upsides, keine Frage. Aber die Karte ist sogar raussuchbar durch Thun-Inhaltsverzeichnis, wodurch quasi die Thun-Variante wahrscheinlich noch stärker ist als die normale. Also beide Karten mussten gehen. Wenn die eine gehen muss, muss die andere auch gehen. Die sind ja gleich stark, von daher ist es, denke ich, sinnvoll. Aber Fireball wäre besser gewesen, wenn die Karte gehen müsste. Aber so ist es nicht, egal. Weiter geht's mit der Karte Magische Explosion. Eine sehr, sehr gute Burn-Karte mal wieder. Aber ich sehe nicht wirklich einen Grund, das im OCG jetzt zu hitten. Es gab ja Probleme zu der Monarch-FDK-Zeit. Auf jeden Fall, da war diese Karte absolut dämlich. Aber mittlerweile sehe ich da nicht wirklich die Gefahr, ehrlich gesagt. Kann man da irgendwas mit Brandish oder so machen? Ich weiß es nicht. Also, die Karte finde ich jetzt nicht so schrecklich. Aber wie gesagt, es sind dämliche Burn-Karten. OTK-Karten, streich die gerne. Aber wie gesagt, bei Kanonensoldat war das ein bisschen bitter halt wegen Fireball. Aber trotzdem, Burn-Karten zu streichen ist an sich nie eine dumme Sache. So, dann kommen wir jetzt zu den etwas interessanteren Sachen bei den One-Offs. Und zwar wurden einige Karten limitiert. Denn die Karte, naja, Astrograph-Zauberer ist auf 1 gegangen. Nicht verboten worden im OCG, aber dafür haben die auch den Abstimmmagier auf 1 bekommen und Elektromite. Alle drei. Das ist heftig. Und das ist ehrlich gesagt auch unnötig. Weil Brandish hatte so ein bisschen das OCG bereits dominiert, soweit ich weiß. Von daher haben die Pendelmagier sowieso nichts mehr zu melden gehabt. Wir werden zwar auch gleich einen Hit sehen gegen Brandish, aber der ist nicht allzu krass und von daher wäre ein so starker Hit gegen Pendel nicht notwendig gewesen. Keine Frage, Astrograph-Zauberer ist eine dämliche Karte, Elektromite ist komplett overdesigned und Abstimmmagier ist auch eine gute Karte. Aber so sehr übertreiben hätte man es nicht müssen. Ich denke mal, Astrograph-Zauberer auf 0 hätte vollkommen ausgereicht und dann wäre alles okay gewesen und Brandish wäre nach wie vor sehr stark gewesen, aber etwas genervter. Aber wie gesagt, naja, es ist halt schon ein sehr starkes Deck und von daher kann man es, denke ich, nachvollziehen, aber es war auf jeden Fall etwas übertrieben. Aber jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Brandish-Hit und zwar gehen die Hornissendrohnen auf 1. Und das finde ich persönlich sehr interessant. Und ich finde es sogar gut, und zwar wegen folgendem Grund. Ganz einfach, man spielt die Hornissendrohnen in jedem Deck, was Brandish enthält. Auf jeden Fall, weil die Karte ist quasi die 4., 5. und 6. Brandish Maiden. Keine Frage. Die Karte ist aber nicht so relevant in reinem Brandish, sondern eher in Themen Mixen. Weil so bekommt man quasi eine Fake Brandish Maiden aufs Board, ohne die Normal Summon zu verbrauchen, was halt in Mixturen extrem gut ist. Deswegen ist es quasi ein direkter Hit gegen die Themen Mixe mit Brandish, die Hornissendrohnen auf 1 zu setzen. Und das trifft halt das reine Brandish gar nicht so sehr. Aber was man halt sagen muss, ist, dass Engage nach wie vor auf 3 ist, die absolut unfaire Suchkarte, und das ist halt schon ein bisschen lächerlich. Ich verstehe zwar, warum man das gemacht hat,
weil quasi Brandish noch nicht so sehr gehittet werden soll. Aber dass man nur die Hornissendrohnen hittet, ist halt ein bisschen fragwürdig. Ich finde es aber, wie gesagt, gar nicht so scheiße, weil ich mag diese penetranten Brandish-Mixe gar nicht so sehr, dass man das überall reintun muss. Das finde ich doch sehr störend. Wie gesagt, eine zu generische Engine eigentlich mal wieder. Und dass man die Hornissendrohnen auf 1 gesetzt hat, dämmt das etwas ein. Und das würde ich mir sogar fürs TCG wünschen. Von daher, denke ich, eine gute Neuerung. Meine Lieblingsneuerung von heute. Dann haben wir Setzrotation auf 1. Die Karte war, glaube ich, in OCG noch auf 2, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Jetzt ist sie auf 1. Wir haben sie im TCG auch schon auf 1. Die Karte ist halt ziemlich OP. Denn du kannst dem Gegner einfach Portal zum Chaos geben. Und wenn der Gegner dann irgendwelche Field Spells braucht, dann hat er verschissen. Und deswegen ist die Karte halt schon sehr grenzwertig. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum die Karte hier auf 1 geht, auch im OCG. Dann haben wir die semi-limitierten Karten und da gibt es auch interessante Sachen. Wir haben zunächst mal die Drohne von den Spirals. Die ist ja sowohl im TCG als auch im OCG auf 1 gewesen. Und jetzt geht sie quasi im OCG auf 2 zurück. Aber das wird nichts an der momentanen Situation ändern. Weil es reicht einfach nicht, ja. Spiral braucht einfach etwas mehr, um wieder zurückzukommen. Und die Drohne auf 2, keine Ahnung, die suchst du sowieso jedes Mal. Von daher ist es irrelevant. Nicht wirklich krass, die Änderung. Dann haben wir Terra Top und das ist auf jeden Fall die dümmste Änderung heute. Weil das ist halt komplett unnötig. Du spielst quasi für die Terratop-Engine einen Garnet, und zwar den Taketumborg. Und den will man halt eigentlich nicht spielen, wenn man nicht drei Terrorkreisel hat, weil der kommt halt ultra tot. Und wenn du die Ratio 2-1 spielst, ist es halt richtig scheiße. Also Terratop muss, damit er wieder gespielt werden kann, auf 3 gehen. Auf 2 bringt die Karte gar nichts. Das ist keine Veränderung zu der Karte auf 1, muss ich wirklich sagen. Also das ist extrem unnötig und die dümmste Neuerung heute. Speedroid wird sich zwar natürlich freuen, dass die Karte auf 2 geht, das ist schon eine kleine Verbesserung für das Deck, aber das Deck ist eh komplett irrelevant, von daher, warum nicht einfach auf 3 machen? Die Karte ist nicht mehr broken und die Engine, keine Ahnung, wer mittlerweile besser ist, von daher irrelevant. Dann haben wir Discommander und alle werden sich jetzt denken, WTF, die Karte ist doch komplett unfair, warum geht die jetzt auf 2 zurück im OCG? Ganz einfach, die war schon auf 1 und die hat eine Ratung bekommen. Die ist es, glaube ich, once per Duel oder so und das ist nichts mehr Unfaires, von daher komplett irrelevant. Die Karte kann gerne auf 3 gehen, aber man macht es wieder vorsichtig, von daher alles gut, so würde ich das auch machen. Einfach von 1 auf 2, dann auf 3 und alle sind zufrieden. Dann haben wir den Notfall-Teleport. Und das ist eine sehr gute Karte, die ist damals im OCG wegen Cosmo auf 1 gegangen und jetzt geht sie auf 2 zurück, weil Cosmo nicht mehr relevant ist. Macht Sinn, ist trotzdem eine gute Karte, Sea-Monster zu specialen ist immer eine schöne Sache und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Neuerung, kann ich so abstempeln. Könnte man auch auf 3 setzen, aber wie gesagt, die Karte ist schon sehr gut, man sollte es vielleicht nicht direkt übertreiben, so ein vorsichtiges auf 2 setzen kann ich befürworten. Aber jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die ich richtig cool finde und zwar die Shadols. Sowohl El Shadol Konstrukt als auch El Shadol Winder gehen nämlich auf 2. Und das ist interessant. Wir haben ja im OCG bereits das Konstrukt auf 1 zurückbekommen. Im TCG nicht, weil es einige Leute gewundert hat. Aber hey, es ist passiert. Und Winder ist gleichzeitig mit dem Konstrukt ebenfalls auf 1 gegangen, obwohl die Karte auf 3 war. Man hat das quasi gemacht, um dafür zu sorgen, dass Shadol nicht spielbar wird, dadurch das Konstrukt zurückkommt. Man hat jetzt aber gemerkt, okay, die beiden Karten machen auf 1 gar nichts und deswegen setzen wir jetzt beide auf 2. Aber ehrlich gesagt, könnte man doch einfach beide auf 3 setzen, oder? Also Vorsichtigkeit in allen Ehren, ja. Aber Shadol ist überholt erstens und zweitens, naja, ob man Extra Deck Monster jetzt 2 oder 3 mal hat, macht absolut keinen Unterschied, also WTF. Also so vorsichtig muss man jetzt auch wieder nicht sein, aber gut, man macht es, meinetwegen. Man kann es auch übertreiben mit der Vorsicht. Dann haben wir Windhexe Eisglocke. Und die Karte ist cool. Die war, glaube ich, im OCG auf 1 oder 2. Und natürlich ist sie ein Instant Crystal Wing, aber im Link-Format ist die Karte halt nicht mehr so geil. Weil sie blockiert leider die extra Monsterkartenzone, beziehungsweise der Crystal Wing blockiert das. Und deswegen ist die Karte nicht mehr so gut. Und deswegen auch nicht mehr relevant, also gerne auf 3 setzen, wieso nicht. Dann haben wir den Shurid von den Necrots-Karten. Und der Shurid ist richtig cool, natürlich, komplett unfair die Karte eigentlich, aber wir haben nach wie vor Necrots von Brionak auf 1 und Unicorn und von daher ist es egal. Und ich glaube sogar, das OCG hat den Cycle oder so von Necrots auch auf 1. Also, da sind doch so viele Karten auf 1, das ist scheißegal. Also, das Deckthema darf nicht Full Force zurückkommen, weil es schon sehr, sehr stark ist und vom Link-Format nicht behindert wird. Aber den Shurid auf 3 zu setzen, wird nicht so viel ändern. Von daher, absolut okay. In Ordnung. Hat man, glaube ich, auch vor kurzem schon wieder auf 2 gesetzt gehabt. Man macht das halt wieder vorsichtig, von daher vollkommen okay. Dann haben wir den Mathematiker. Absolut irrelevante Karte mittlerweile, von daher, wieso nicht, kann man gerne wieder auf 3 setzen. Dann Cut of Demise. Das OCG hat gerade kein relevantes Demise-Deck, von daher ist es eine Sache, die relativ klar war. Also die Karte kann gerne wieder auf 3 zurückgehen. Wenn wieder was Starkes kommt, kann die Karte ja wieder auf 2 oder 1 zurückgehen, wie auch immer, wo sie gerade war. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber wie gesagt, aktuell ist es eh nicht relevant. Und dann haben wir noch die Karte hier, die wahre Drachoherkunft.
Und ja, das klingt jetzt erstmal cool, aber leider ist im OCG das Diagramm verboten und ich glaube sogar der Masterpiece, also ja, alles Geile am Deckthema ist verboten, von daher vollkommen irrelevant. Ich glaube sogar Dynamite und Return sind auch beide auf 1, also das Deckthema ist vollkommen für den Arsch im OCG und dass die Karte jetzt auf 3 zurückgeht, ist absolut irrelevant. Also wir haben heute mal wieder sehr viele irrelevante Neuerungen, aber auch ein paar gute. Wie gesagt, den Hit hier finde ich sehr interessant, auch fürs TCG, kann gut passieren. Wäre auf jeden Fall auch ein guter Hit gegen Trickster Brandish theoretisch im TCG, von daher mal sehen, kann passieren. Und ansonsten, der Hit gegen Pendel ist zu stark, keine Frage, das ist halt viel zu übertrieben. Dass die Shadow-Karten zurückkommen, finde ich gut, absolut sinnvoll. Dass wieder so ein paar faire Karten zurückkommen, ist auch okay. Also alles, was hier in dem Bereich ist, ist eigentlich vollkommen solide so. Terratop ist dämlich auf 2, muss auf 3 gehen. Wie gesagt, Vorsicht ist zwar normalerweise eine gute Sache, aber bei Terratop ist es halt schwachsinnig. Dann haben wir die Drohne, wie gesagt, das macht nichts aus, von daher okay. Und der Discommander geht langsam wieder auf 3 zurück. Und das ist nochmal interessant, hier der Notfallteleport. Und wie gesagt, das hier ist fragwürdig wegen Fireball. Hätte nicht passieren müssen, ist aber eine dumme Burn-Karte. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Ich muss sagen, ich bin froh, dass die Karte gegangen ist, weil solche Burn-Karten ohne Monster Turn sind immer schwierig, aber es hätte nicht sein müssen. Aber die magische Explosion finde ich gut, auch wenn ich da jetzt nicht wirklich das Broken-Potenzial sehe im OCG. Aber gut, vielleicht übersehe ich irgendwas. Wie gesagt, Brandish hat auch viele Zauberkarten. Vielleicht sind die hier gemeint, wer weiß. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der ganzen Banlist in die Kommentare. Und da würde ich sagen, schauen wir einfach mal, ob einige dieser Neuerungen auch im TCG passieren werden. Ich muss sagen, viele davon sind interessant, aber mal schauen. Bis zum nächsten Mal, bis bald, tschüss. Und schaut auch gerne mal bei meinem Zweitkanal vorbei.